Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich in unserem Schifffahrtsmuseum, das wir hier 1999 eröffnet haben und das inzwischen stark zugewachsen ist. Und es hat sehr viele interessante Dinge. Sie sehen hier zunächst einmal unsere Bibliothek. Wir haben hier Bücher zurück bis 1650 und die Masse der Bücher ist um 1800 erschienen. Da wir auch sehr viel über Navigation machen, haben wir eben auch eine ganze Sammlung von Navigationsbüchern aus allen Jahrzehnten. Hier haben wir eine Darstellung der Royal Navy in England, und zwar in der Form, wie die gesamte Organisation im Kronrat veröffentlicht worden ist. Hier kann man erkennen, welche Verantwortung und welche Aufgaben und welche Probleme in den einzelnen Diensträngen entstehen konnten und wie man sie lösen wollte. Und was vielleicht ganz interessant ist, hinten ist ein langer Anhang mit Formularen. Man hat die also schon 1768 überall ausfüllen müssen. Was also heute gang und gäbe ist, hat es auch damals schon gegeben. Dies ist ein ganz interessantes Modell eines englischen Kriegsschiffes, wobei man hier den Rumpf aufgeschnitten hat, sodass man alle Aktivitäten sehen kann. Hier sind die Tische, die kardanisch aufgehängt sind, an derselben Stelle nachts die Hängematten, die tagsüber in diesen Netzen gestaut wurden, und hier unten die Wasserfässer. Die Schiffe konnten 3 bis 4 Monate auf See bleiben, bis der Wasservorrat zu Ende war. Und um unseren Modellbauer zu ärgern, stelle ich hier immer eine Kiste Colaflaschen rein. Die hat es nun vor 200 Jahren noch nicht gegeben. Und wenn er kommt, holt er die auch immer wieder raus. Aber ich stelle sie ihm dann da wieder hinein. Hier ist noch einmal ein Sektionsmodell des Linienschiffes Victory. Hier in der kleinen Schachtel ist ein Originalstück des Holzes von 1765, als das Schiff gebaut wurde, und hier unten der Steinballast, der ist ein bisschen groß geraten bei diesem Modellbauer. In Wirklichkeit waren das faustgroße Kiesel, in die die untere Lage der Wasserfässer eingelassen wurden, damit die nicht hin und her rollten. Also das ist ein bisschen groß geraten. Dieses Schiff hatte eine Sollbesatzung von 875 Mann. Tatsächlich waren in der Seeschlacht am Kap Trafalgar 851 nur an Bord. Die Besatzung reichte nicht aus, um alle Kanonen zu bedienen. Das heißt, wenn das Schiff nach zwei Seiten feuern musste, konnte man nur jede zweite Kanone zum Einsatz bringen. Das war nicht sehr schön, aber noch mehr Leute konnte man auf dem Schiff einfach nicht unterbringen. Die unteren Geschütze verschossen Kugeln von 32 englischen Pfund, im mittleren Deck 24 und oben 12 Pfund. Und das Schiff hat auch so eine eingezogene Form plus Steinballast, um die Statik des Schiffes im Wasser zu gewährleisten. Die jüngsten Seeleute waren 12, 13 und 14 Jahre alt. Das waren normalerweise Waisenkinder, die den Gemeinden zur Last fielen und die sie der Flotte übergaben und sie damit entsorgt hatten. Diese jungen Kerle wurden Pulveraffen genannt, weil sie im Gefecht die Aufgabe hatten, Pulverkartuschen, also Beutel mit abgewogenen Pulvermengen, aus den Pulverkammern zu den Geschützen zu tragen. Und die sind dann auch in dem Alter gefallen im Gefecht. Die jüngeren, späteren Seeoffiziere waren so 14 bis 16 Jahre alt und mussten natürlich auch noch ausgebildet werden, und sie hatten einen Lehrer an Bord, der ihnen noch Mathematik und so etwas beibrachte. Das brauchten sie für die astronomische Navigation. Bei kleineren Schiffen machte es ein Steuermann smart, die konnten auch navigieren. Aber bei den größeren gab es einen Lehrer, und den mussten die Kadetten bezahlen, von den Eltern unterstützt. Ja, das war also
der Kern der Besatzung von den Jüngsten angefangen. Dieses Schiff hatte 8 Leutnante. Man konnte Leutnant werden, wenn man 18 Jahre alt war und 6 Jahre zur See gefahren war. Dann musste man eine Prüfung ablegen vor mehreren Kapitänen, wie man das Schiff fahren könnte und wie man navigieren konnte. Und wenn man das bestanden hatte, dann war man noch nicht Leutnant, sondern es musste im Stellenplan eines Schiffes eine Stelle offen sein. Und erst dann bekam man die Kommission, dass man nunmehr Seeoffizier vom Beruf aus war. Und die bekamen auch eine Pension, wenn sie nicht mehr dienstfähig waren. Denn man wollte nicht, dass sie noch irgendeinen anderen Beruf ergreifen sollten. Die mussten von vornherein sich für die Laufbahn eines Seeoffiziers entscheiden. Man hatte nämlich gesagt, ein solches Schiff wie dieses hier, das einen kompletten englischen Eichenwald kostete, das kann man Amateuren nicht anvertrauen. Die müssen nachgewiesen haben, dass sie damit fertig werden. Sonst hätte das keinen Zweck gehabt. Und in der Armee konnte man Offizierspatente kaufen. Aber da war natürlich auch nicht ein solches Investment zu verantworten, wie so ein Schiff es halt eben war.